Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier zur Let's Play Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, im vorigen Part haben wir gegen die Bretagne gekämpft, so wie wir unseren Vasallen Armagnac, oder wie das auch immer ausgesprochen wird, annektiert haben, genau, im vorigen Part. Jetzt verbessern wir natürlich unsere Beziehung noch mit unseren letzten Vasallen Foix und werden den wahrscheinlich auch noch annektieren und beziehungsweise dann spätestens im übernächsten Part annektieren und ja, gehen die Bretagne, sobald wir okay, wir können sogar schon wieder, gut, hole ich mal kurz einen Kriegsgrund. Ja, sobald wir da einen Kriegsgrund drauf haben, werden wir die auf jeden Fall angreifen und natürlich Mali, genau, Mali ab nach Afrika, da werden wir landen, uns ein paar Gebiete rausreißen aus Afrika. Und wir brauchen dafür aber, weil wir keinen Kriegsgrund fordern können, brauchen wir mindestens 2 Stabilität, damit wir nicht ins Minus kommen. Weil sonst sieht das nicht so gut aus für uns. Naja, der Österreich hat momentan noch ein paar innere Unruhen. Haben wir momentan nicht. Natürlich hier ein paar Nationalisten überall mal, wegen unseren ganzen Vasallen, aber ja, das sind sie auch schon weg. So, ein paar Gebäude können wir noch bauen, sehe ich gerade. Da kriegen wir 1,40, dann bauen wir das direkt rein. Bosnien hat nur einen Herrscher. Kämpft Nachfolge auch in Österreich. Okay, da auch überall. Wenn wir Glück haben, kommen wir mit ihnen in eine Personalunion. Nehmen wir mal das Prestige, würde ich sagen. Ne? Bringt uns ein bisschen mehr. So, unser... Ja, genau, das war das Schiff für Erkundung, aber das brauchen wir erstmal nicht. Nicht anzusetzen, weil ich wollte eigentlich hier irgendwo anlegen. So, Aragon hat auch 9 Herrscher, Neapel auch natürlich, weil die in der Personalunion sind. Sklaven gibt's da und Elfenbein, das beides eigentlich ganz gut. Ja, genau, jetzt stehen die hier alle und warten auf ihr Losfahren. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen administrative Macht. Das sieht soweit alles ganz gut aus. Ja, das geht alles noch. Wobei, die werden auch in den nächsten paar Jahren sterben, unsere Berater. Mal schauen, was wir dann da so haben an Nachschub. Was haben die hier? Also auch wenn ich übrigens ein bisschen leise vielleicht spreche, wenn euch das auffällt, das ist nämlich gerade mitten in der Nacht, deswegen muss ich da ein bisschen meine Stimmlautstärke senken. Weil ich wollte unbedingt noch ein Part für euch machen. Ich bin da irgendwie so über den Tag nicht so zugekommen. Und ich hatte einfach Lust drauf und deswegen haue ich jetzt hier ein Part raus. Genau, so ist das. Und wie sieht es eigentlich nochmal mit unseren Beziehungen aus? Müssen wir da noch... wir haben... okay, das ist nicht so gut, aber... Ja. Wir könnten... okay, wir haben keinen Diplomat. Oh, wir können Dings annektieren. Gut, dass ich geschaut habe. Bevor wir in Krieg mit Mali sind, weil in Kriegszeiten kann man ja nicht annektieren. Allgemein gar nichts, auch nicht integrieren bei einer Personalunion, wenn man das hat. Und er wird meins. Damit ist dann auch unsere letzte Marionette hinüber. Haben wir da noch nichts? Nö, dann brauchen wir da direkt mal hin. Ah, ich sehe gerade irgendwas mit dem Kardinal. Achso, der... Geldern hat einen. Geldern. Ist das nicht irgendwo in den Niederlanden? Ja, da... Achso, Gelre. Ja, okay. Württemberg hat auch einen neuen Herrscher. Und wir haben noch irgendwie gesehen, gerade hier einen Darling zu tilgen. Ja, da sparen wir kurz drauf. Dann haben wir das auch geklärt. Das Darlehen. Was macht sonst? Oh, Krim ist auch ziemlich groß. Moskau hat da auch noch nicht so viel gemacht, gerade wie ich sehe. Litauen ist ziemlich am Verlieren, wobei Polen aber dafür ordentlich Gebiete vom Deutschen Orden bzw. den gesamten Deutschen Orden hat. Hat hier aber auch im Westen insgesamt 4 Provinzen an Böhmen verloren. Böhmen hat aber wiederum im Süden 2 Provinzen verloren.
Und Österreich wiederum hat auch 2 Provinzen verloren an die Schweiz. Also ich glaube, wir haben jetzt sogar einen Kriegsgrund gleich, genau. Wen ist er verbündet? Mit gar keinem. Das ist gut. Dann ist das eine leichte Beute. Dann stellen wir uns das schon mal schön hin. Aber der geht nach da und der nach da. Weil dann haben wir endlich mal Frankreich hier geeint. Oh, irgendwie. Ach, England ist auch im Bündnis gegen uns. Aber das ist eigentlich, glaube ich. Wobei, ich glaube, dann würde Dings den Krieg anführen. England, ne? Ah, Gott. Die Frage ist jetzt. Die Frage ist jetzt. Dänemark wird uns helfen. Ja, aber dann wird wiederum Aragon kommen. Aber da hat er ja nochmal Glück gehabt, dass er kurz vorher. Naja, vielleicht verlassen ja das Bündnis. Und haben wir jetzt auch erstmal bis wann? 15, 26, 25 Jahre, das ist gut. Der geht nach da, gut. Gut, 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 alles gut. So, jetzt haben wir 2 Stabilität. Können wir auch schon unseren Darlehen? Ja. Zahlen wir das Ding zurück. Den machen wir ins Schiff rein, in die Kong. Der wird aber nicht so heftige Schiffe haben, gehe ich mal zumindest von aus. Ach, trotzdem ziehe ich die Barken mit, ich will noch mal sicher gehen. Und weil wir noch einen Kreuzzug gegen die haben. Haben wir noch einen Kreuzzug gegen die? Ja, haben wir noch. Das bringt uns dann schön Vorteile. So. Krieg erklärt. Der fährt einmal kurz vor die Küste. Der dahin. So, dann geht der Spaß los. Du gehst wieder dahin. So, jetzt sehen wir es hier. Kreuzzug. Nationaler Steuermodifikator, da auch 10, 10, 30, 1, 2. Ja, das ist sehr gut für uns. Das können wir gut ausnutzen. So, ich gehe davon aus, dass er da keine also zumindest nichts Bedrohliches haben wird. An Schiffen. Kardinal nochmal. Da sind schon mal 9000 Mann. Okay. So. Da sind noch eine 5000 Schiffe. Ich ziehe die auch gleich ab. So, er flieht ja schon aus. Gajor war das. Zayo. Kajo. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Die sind da. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob ich die stehen lassen soll oder. Weil wenn die fliehen, okay, die könnten natürlich noch da fliehen. Ich hole die anderen 14.000 auch noch runter. So, dann kriegen die nämlich den besten General rein. Oder besetzen wir schon. Komm, da verlieren wir nur langsam ein bisschen was an Stärke. Oh, da kommt es aus dem Hafen raus. Verlieren jetzt 1 Stabilität, das ist nicht schön. Und da hat er nur drauf gewartet, dass das passiert. Wir sind rechts. Wir fliehen mal, glaube ich, lieber schnell. Bevor das nämlich dann in so ein Desaster endet, dass sie nicht mehr zurückkommen. Ich weiß, unsere Koggen werden das wahrscheinlich schaffen. Ich fahre uns auch lieber mal nur nach hier oben.
Neuen Herrscher, Regentschaftsrat. Die haben jetzt ein Watt. Die Ambrosianische Republik haben die. Interessant. Machen wir das? Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ich warte auf Graben. So, die sind gleich da. Schon ein bisschen vor. Ich weiß gar nicht mehr, doch, wir sind immer noch Papst, das ist sehr gut. Da haben wir natürlich raffiniert jetzt das mit dem Kreuzzug gemacht. Der geht da hin. Wenn wir das gleich besetzt haben, dann können wir da auch unsere Schiffe, ich wollte schon sagen, parken. Die können wir dann da einschiffen. Kann ich nämlich. Oh, die müssen da runter. Ja, egal, dann müssen sie durch. Genauso wie die. Können wir da auch kurz hin. Stellen. Einschiffen. Wie man auch will. So, Wolof wird dann besetzt. Brauchen wir auch nochmal das dahin. Ja, Stabilität machen wir mal auf 0. Nicht, dass wir da noch irgendwelche Rebellionen oder sowas in der Art kriegen. So, da sind ein paar tausend Mann. Das wird kein Problem sein. Wobei Garu wird relativ gut verteidigt. Sieht man auch daran, dass halt die Truppen hier ein bisschen länger brauchen. Oder das liegt am General Belagerung 0. Ja, 1 macht das aber so einen Unterschied. Kann natürlich sein. So, ja, die sind weg. Gut. Puff. Ja, okay, das ist jetzt schon automatisch mitentdeckt, die Provinz dort. So, Bambuk wird dann jetzt besetzt auch. Kaior ist eine Rebellion. Sie in den gambischen Nationalisten. Und Luken haben neuen Anführer. Ah, nee, dann gebe ich da lieber die 30 Dukaten aus. Der nimmt ja aber richtig schnell ein. So, ich will aber Richtung Hauptstadt schnell hin. Weil die haben, glaube ich, auch eine Menge Kohle. Ich kann mal eben kurz gucken. Das ist relativ immer, also das ist unterschiedlich. Mal haben sie richtig viel, mal nicht so. Mali. Jo. Die haben ordentlich. 2491. Oh, damit kann man sich schon Land aufbauen. Baue ich hier oben nochmal. Wobei, na nee, das baue ich da noch nicht hin. Auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Marktplatz. Ich kann jetzt eigentlich da überall. Ich lasse das erstmal mit dem Bauen. Ich sehe gerade hier, Castilli ist jetzt auch da schon gelandet. Eventuell rebellieren die dabei, wenn wir Glück haben. Erlangt einen großen Führer. Ist das hier? Oder, ja. Wir haben da aber noch unseren Typen gerade. Lass ich den mal lieber. Wie nehmen wir hier? Nehmen wir ihn, den Schatzmeister. Gut. Ja, das werden wir gleich haben. Ich habe gerade Angst, dass hier uns Castille so wichtige Provinzen wegschnappt. Oh, wir haben unsere Kolonialreichweite, glaube ich, gerade erhöht, oder?
Ja, Schlacht gewonnen natürlich. Also man sieht da schon, was Technologie alles bewirkt. So, direkt in die Hauptstadt. Du gehst da hin. So, oben in Amor, also in Bretagne, ist damit auch erfolgreich. Die... Okay, ist gleich jetzt ein bisschen doof im Krieg, aber egal. Die Kultur geändert worden. Das mache ich nochmal eben beim anderen auch. Geht noch gar nicht. Aber da bauen wir jetzt mal, da können wir jetzt schon mal anfangen, was hinzuhauen. So. Gutshof. Ja, bauen wir mal dort. Und wir waren beleidigt von Aragorn, glaube ich. So, wie sieht's denn aus? Mali. Was für eine Inflation kriegen wir da? Das ist sogar relativ gut. Wir brauchen da halt nur 100 diplomatische Macht für. Die haben wir aber auch bald. Also hier durch die Rebellion. Utrecht hat jetzt auch irgendwas. War da irgendwas gerade. Ja, Fetz hat sich da gegründet. Herzogtum ist das. So, du gehst mir eben nach da unten. Die administrative Macht gebe ich nicht aus, weil ich die möglichst schnell zu Kernprovinz machen will, damit wir da einen flotten Stützpunkt sozusagen unser nächster dort ist und wir dann halt weiter expandieren können. So, marschiert er da rein, gut. Gehen wir da auch gleich mal mit rein. Er kämpft da nochmal gegen Ureinwohner. Auch nett. Ja, so ist das. So ist das, so ist das, so ist das. Und dann will ich auch erstmal nichts mit denen zu tun haben, mit Mali, die sollen dann erstmal da bleiben. Dann will ich mich erstmal voll auf Expansion kümmern. Ich werde dann hier die Ureinwohner, die Eingeborenen ausrotten und da dann auch halt kolonialisieren. So, jetzt sind wir gleich da oben. Oh, da waren aber ein paar. Die sind weg. Oh, wir haben diplomatische Macht. Mehr als genug. Ich mach das mal. Ja, so ist doch schön, oder? Mehr Provinzen will ich nicht, oder? Aber eventuell Wolof. Kann ich hier. Ne, Wolof will ich noch, weil dann können wir jetzt schneller nach Pragna. Wobei, ne, will ich nicht. Gut. Dann haben wir schon mal vorerst unser Stück vom Kuchen geholt. Die Armee Royale werde ich dort lassen, in Frankreich. Die wird aber ihn hier als Anführer kriegen, die Michel de Vibion. Kann sein, dass ich es falsch ausspreche, ist aber auch relativ egal. Oh, Botschaft, das ist auf jeden Fall gut. Die bringt uns nämlich einen Diplomaten mehr. Dann haben wir vier und unsere, also zumindest, solange wir noch verpapst sind, sonst haben wir dann halt drei. Und halt unsere Kosten für feindliche Kernprovinzerstellung plus 10%. Achso, ich glaube, ja, das ist auch gut auf jeden Fall. Genau. Wir werden dann direkt mal. Unsere Flottenreichweite reicht nicht aus. Na, das ist auch klasse. Na, das heißt. Warte mal, wenn ich mich nicht irre. Was passiert denn da? Oh, das ist auch noch so knapp, ne?
Wo waren das eben? Oh Gott, das sind ja nur 21. Oh Gott, 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 Gott. Was machen wir jetzt? Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Naja, müssen wir mit leben. So, Kreuzzug ist auch beendet. Neue Hauptstadt, wieder Venedig. So, die hat nochmal einen letzten Auftrag. Und zwar die dort wieder zu machen. Hier können wir nämlich kolonialisieren. Guck, das ist gut. Dann greifen wir nämlich die Ureinwohner an, damit wir auch null Widerstand haben, weil man sieht ja schon, die waren ziemlich aggressiv und kampfbereit. So, die werden kurz umgeholzt. Da, die ganzen Wälder. Also, was heißt Wälder, aber halt, dass wir dorthin können. So, hier machen wir nochmal dasselbe, weil wir eh die einzigen sind, die da kolonialisieren können. Gut, die sind auch weg. Der ist auch gleich da. Und ihr dürft wieder nach Frankreich. Die anderen dürfen noch ein bisschen da in der Sonne bleiben. Gut. Ich würde jetzt so gerne mir da eine Kolonie schnappen. Aber unsere Flottenreichweite sagt da was anderes. So, jetzt kriegen wir nämlich jährlich 40... Ich wollte schon sagen Ureinwohner, Siedler. Wir brauchen 1000. Jetzt leben wir 43 und so weiter. Man kann das Ganze auch noch per... Teilweise gibt es da ganz gute Berater eigentlich. Was haben wir jetzt unter? Interessant. Ich mach den mal eben rein. Geil. Jetzt haben wir nämlich einen Berater, der erhöht unsere, hier sag schnell, unsere Kolonialreichweite. Solange wir den haben, der ist auch erst 38, kostet aber auch 6,7 monatlich. Können wir hier halt deswegen trotzdem mit zur Kernprovinz schon mal machen, das ist sehr gut. Danach nehme ich den einfach wieder raus, weil das reicht dann mit der Reichweite. Inflation, ja, die kann auch mal gesenkt werden. Dann mache ich nämlich mal den da rein. Das ist immer ganz gut, wenn man so ein... Wie heißen die? Was hat der? Meisterpräger oder sowas in der Art. Und hier mache ich mal den großen Anführer Sebastian Dornano rein. Ihr habt mal das, den hat gegen Hansebund England, ja, bla bla bla. Gegen England sind wir im Krieg, den können wir auch eigentlich gleich nochmal gegen die. Was? Wenn die Kontrolle über Gilden. Was bringt mir das? Oh, machen wir trotzdem. Gilden, Gilden, Gilden. Wobei Gilden sind episch. Na egal, dann können wir auch gleich noch hier die Bretagne, zack. Guck mal, die wird noch nicht mal einer helfen. Mailand wird uns helfen und Österreich. Dann holen wir die auch gleich mal rein. Wer weiß, nachher kommt er doch noch wieder auf deren Seite. Und dann... Ja, genau. Der dahin. Der da. Oh, nicht dahin. Dahin. Und mir fällt gerade ein, die Schiffe doch vielleicht eventuell lieber in den Hafen. Weil wir haben echt nicht so eine starke Flotte. Weil ich mache eigentlich prinzipiell Kriegsflotten erst immer, wenn das alles richtig stabil ist. Weil mit Flotten, das ist so eine Sache für sich, also die können richtig Unterhalt fressen. Und dementsprechend auch, die sind teuer, sag ich mal, eine Karacke kostet 50 Gold, so viel wie ein Tempel. Und wenn die dann halt untergeht, dann war's mit der, die kommt nicht wieder. Deswegen warte ich immer, bis ich ja ein bisschen stabiler, sag ich mal, bin sozusagen. Ja, aber ich denke mal, dass es auch dann für diesen Part reicht. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Also ich fand ihn auf jeden Fall sehr erfolgreich. Nächster Part kann ich auf jeden Fall wieder lauter sprechen. Ich werde ihn dann tagsüber aufnehmen. Falls ich es auch nicht mehr irgendwie schaffen sollte, jetzt am... Ja, nee, doch. Ihr seht das ja am... Ach, genau. Ihr seht das am 31. Ja, dann frohes Neues. Ja, frohes Neues. Ja, wünsche ich euch schon mal, wann ihr das auch immer seht. Ich nehme es nämlich hier gerade am 30. auf, beziehungsweise ist schon 31. aber nachts, also egal. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein, könnt gerne einen Daumen, Kommentar und auch wenn ihr möchtet, ein Abo dalassen, wenn ihr weitere Videos von uns dann natürlich sehen möchtet.
Und dann bedanke ich mich noch fürs Zuschauen und ja, sag, schau, bis zum nächsten Mal.